Es war der 6. Dezember 1959. Eine Legende wurde geboren. Satoru Iwata. Es ist der 13. Juli 2015 und es wurde bekannt gegeben, dass die Legende Satoru Iwata gestorben ist, vor 2 Tagen am 11. Juli 2015. An den Folgen seines Gallenkrebs, der im letzten Jahr bei ihm diagnostiziert wurde. Er hat für uns unsere Kindheit geprägt mit Spielen wie Kirby's Dream Land, Pokémon Gold und Silber und Kristall und Pokémon Stadium. Hat nachhaltig bei der Entwicklung von Super Smash Bros. Mitgewirkt. Und bei vielen anderen Spielen. In seinem Geiste war er immer ein Gamer. Fühlte sich wie ein, halt wie sein Posten als Präsident. Und ja, er hat vieles für Nintendo getan. Er hat freiwillig, als Nintendo schlecht ging, auf Gehalt verzichtet. Auf 50% seines Gehaltes. Er hat... Oh nein. Er hat... sogar sich bei den Fans entschuldigt nach der enttäuschenden E3 dieses Jahr. Das war das Letzte, was er so sah von den Fans. Ja. Pure Enttäuschung von der E3. Natürlich war die E3 nicht gerade die beste von Nintendo, aber wenn man das so im Hinterkopf hat, dass er als letztes die traurigen Fans gesehen hat und das Letzte, was er gemacht hat, sich entschuldigt hat, ist es schon noch ein Stückchen krasser. Ja. Und im Alter von 55 Jahren ist er dann vorgestern verstorben. In den Folgen seines Gallenkrebses halt. Wir konnten es nicht fassen, als wir das heute gelesen haben. Aber es kommt ja auch nicht um einen herum, wenn man so Facebook guckt oder auf Twitter. Ist wirklich alles voll damit. Haben wir gerade auch nochmal gemerkt. Es war ja auch bei der E3. Wurde ja auch Iwata, da wurden ja auch die Puppen genommen, weil es Iwata ja so schlecht ging und man ihn nicht so krank zeigen wollte. Und im Nachhinein kann man den Schritt sogar verstehen. Aber das Wichtigste bei Nintendo, egal wie wichtig alles andere von ihnen ist, die Spiele, war immer die Gesundheit von den Mitarbeitern. So auch bei Satoru Iwata. Und das Wichtigste, was er denn noch uns hinterlassen wollte, ist Mario Maker. Dass wir anderen eine Freude mit unseren erschafften Leveln bringen konnten, so wie er es für uns getan hat. Ruhe und Frieden. Satoru Iwata.